Animal Crossing New Horizons. Hallo und herzlich willkommen zu genau diesem Titel Animal Crossing New Horizons. Ich habe euch gesagt, im letzten Part meine ich, haben wir die Materialien für Tom Nukes Laden eröffnet. Also für den Nuke-Laden von Nap und Schlepp. Und der wurde schon eröffnet. Und Tom Nukes mein Programm in die Tasche. Ach, die Nuke-Interpreter, die hatte ich ja noch. Die wollte ich nämlich an mein Haus beziehen. Und ja. Ball. Guckt euch das an. Eine Wand. Das finde ich besser. Ist lecker. So. So, ich finde, das sieht schöner aus. Und dann nehmen wir gleich den Brief von. Hallo? Das will ich aber nicht. So. Das ist nämlich meines der Rucksack. Genau. Tragen. Gut, dann habe ich jetzt auch was auf dem Rücken. Und dann von der Jorn. Liebe Leute auf Paulheim. Jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel. Dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen. Genau wie damals zu Omis Zeiten. Guck, da ist der Laden. Und wir haben, Sunset umgesiedelt. Weil das hat da ein bisschen gestört und sonst, jetzt kann man viel besser mein Haus sehen. So, und wir gehen, glaube ich, mal in den Laden rein. Oh, das ist ein ist das ein Kleidungsladen? Also ich brauche Kleidung. Hurra! Kleider für alle, sagt rasch Bescheid, ja? Patschitze, dich hatten wir ganz vergessen. Stehst du schon lange da? Danke deiner Hilfe konnten wir dieses wundertolle neue Geschäft eröffnen. Nein, wenn wir die beiden da hinterherlaufen. Ui. Thank you.
Na, kann man jetzt was verkaufen? Hat der gerade Taubank? Ich sollte mal Obst verkaufen, das war so eine Quest. Ich weiß nicht, wie viel Obst, aber oh mein Gott, wie viel kriegt man für eine Kokosnuss eigentlich? Also nicht, dass das wirklich richtig viel wäre, aber ja, genau. Oder? Was ist das? Oh nein! Oh mein Gott, ist das viel. Ich hatte mir den da ein bisschen besser vorgestellt, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe den extra hier so nah bei meinem Haus platziert. Das ist irgendwie schön. Hier oben ist er. Wir haben mit Sun auch schon mal weitergespielt und ich meine, wir müssen nur noch einen Insekt abgeben, damit er sein Museum eröffnen kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe nämlich noch eine Schnecke. Gut, dann suche ich nochmal Fossilien. Denn ich hatte die Schnecke und die Schnecke geht wohl nicht. Nuk malen. Emotionsmeister. Oh mein Gott, ich mache jetzt einfach die ganze Zeit. Nein. Ich will. Seht das? Das wäre cool. Emotionsmeister? Nee, winken zählt nicht. Nein, sorry. Hier. Dann gehe ich einfach nochmal auf Freude. Seht das? Das will ich nämlich mal kurz gucken. Nee, das zählt anscheinend auch nicht. Aber, ach so, wahrscheinlich, wenn wir jemand zu jemand anderem machen, dann zählt es wahrscheinlich. Das ist auch wahrscheinlicher, als einfach nur so seine Emotion irgendwie in die Luft zu pusten.
Also. Hat er den schon? Hallo? Super. So, dann gucke ich mal, ob er den schon hat. Weil wir wollen das Museum ja schnell wie möglich aufbauen. Und wir müssen unseren Kredit abbezahlen und dann kommen erst die anderen Bewohner. Ich weiß halt nicht, was Sancho. Oh ja! Super. Noch zwei. Sun hat wohl nur bis drei gemacht. Also das ist auch eigentlich ganz gut, denn wir... Naja. Also brauchen würde ich jetzt nicht sagen, aber... Kann man Vögel eigentlich noch einfahren? Ach nee, anscheinend nicht. Da ist noch ein Fisch. Vorbei. Oh, ich habe gerade keine Angel. Leute, da. Laut, laut. Ich kann es gerade selber nicht. Also, hat er einen Kolibri-Falter eigentlich schon? Ich weiß nicht, ob er ihn schon hat, deswegen muss ich das ein bisschen ausprobieren. Aber da hinten ist gleich sogar ein Fossil. Und ich hoffe, das können wir auch nehmen. Super, dann wechseln wir mal gleich zum Sprungstab. Ah, wir haben 17 Uhr. Ich dachte schon, wir haben 20 Uhr. Aber da habe ich mich nur verlesen und da wäre es schon dunkel. Aber egal. Kommen wir später. Ich freue mich schon übrigens, wenn es später mal. Wer ist das? Stimmt, ich habe euch noch gar nicht erzählt. Ich bin aus Versehen in Animal Crossing reingegangen und da hat irgend bei der Durchsage hat er halt gesagt, dass der Laden jetzt eröffnet wurde und da hat irgendjemand mittendrin angerufen. Ich dachte, das wäre Tina, aber nein. Danke für deine Geduld. Du. Hast du das Gespräch am Telefon gerade mitgehört? Ich mache schon länger Reklame für das 3 für die das 3 für Paulaheim Paket. 3 für Paulaheim. Wie das Glück so will, habe ich sie schon ganz unerhofft 3 Interessanten auf einmal gemeldet. Ach so, das waren dann wahrscheinlich unsere. Ist toll. Also wahrscheinlich sind wir dann das Holz holen. Aber weißt du, Ponchutsu, es kann kein Zufall sein, dass es dich jetzt heute zu mir verschlägt. Das ist ein Wink des Schicksals mit dem Zaunfall des der Insolvenz, wenn du mir folgen kannst. Nee.
Okay, von mir aus. Was soll ich tun? Ach so, ich weiß, was wir brauchen. Jetzt schickt ihr mir das. Hier brauchen wir vier Holzstammsets oder so. Okay, da brauchen wir Holzstammsets für etwas herstellen. Genau. Lehm. Und den Lehm haben wir ein Haus oder hier sogar? Nee, den haben wir nicht hier, aber. Was ist der für ein Minirock? Achso, wir wollten ja noch die anderen. Ja, stimmt. Oh, es ist, jetzt kommt auf einmal so viel zu tun. Es macht so viel mehr Spaß als davor. Davor war ich zwar so, was soll ich machen? Das ist so langweilig. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich find's immer noch lustig als Dumtendo. Ich hab mir seinen Part angeguckt, wie man das Haus sich beschafft. Und da hat er sich so gefreut, dass man die Kamera bewegen kann. Das konnte man aber auch im Zelt. Der hat's aber einfach nicht gecheckt. Ich stifte es. Erstmal nicht, weil ich habe noch andere Termine. Das stimmt sogar wirklich. Nee, ich hatte andere Termine, aber ich habe etwas. Lieber nicht. Genau, gute Einstellung, Eugen. Weiter so. Das Museum kann jetzt eröffnet werden. Also das ist schon mal was Gutes. Nee, wir haben noch keine neuen Meilen verdient. Wie viele Meilen haben wir denn eigentlich? So. Auf jeden Fall, ich habe hier noch Baumstamm-Sets. Oh mein Gott, darauf kann man sich draufsetzen? Kann man das nehmen? Nee, ich dachte nur, dass man sich das nehmen kann, wie. Oh mein Gott. Also hier habe ich ja zum Glück noch ein Baumstamm-Set. Und hier hinten, da muss ich nämlich nur noch drei herstellen. Aber die Palmen wachsen auch schön. Und hier, guckt euch das an, hier kann man sich dann so schön draufsetzen ans Feuer. So, guckt aus Feuer. Aber, ja. So, so. Ich muss nur kurz gucken, was ich für Materialien brauche für die Baumstamm-Sets. Einfach nur ein 3 normaler Haus. Ich wollte
bräuchte man nämlich noch ein Hecke, die machen. Ach so. Nein. Warte mal, Angel ist kaputt gegangen, deswegen. Wartet mal, ich platziere dich hier kurz mal. Und dann hole ich noch kurz mal Holz. Denn ich meine, ich hätte noch was im Lager. Wartet mal, ich muss noch kurz was aus dem Lager holen. Genau, wie bei Amazon. Den Lehm brauchten wir noch. Nee, aber das Holz müssen wir uns dann noch selber verdienen. Warte mal. Ich dachte mir auch mal, dass wir das hier oben hinpacken. So. Mit R nimmt. Ach so, da muss man gar nicht. Mit L könnt ihr den ganzen Stapel nehmen. Ist mir gerade erst aufgefallen. So, dann packen wir gleich einfach mal die Axt aus und hacken den Baum. Nein, natürlich nicht. So und zack, zack, zack. Ah, gut, dass wir normales Holz auch draus bekommen haben. Wieder hinlegen. Das wollte ich gar nicht. Ich will ihn. Ach, egal. Wieder hinlegen. Wir brauchen sowieso noch normales Holz. Ach, den hat. Der müsste. Da müssen wir kurz mal gucken. Nein. 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 Normales Holz. Gut. Und dann gucken wir hier nochmal. Wir werden das gleich alles noch aufnehmen, keine Sorge. Nur ich will die ich will das erstmal alles zusammentragen. Also, wir haben eigentlich. Im Aquarium sieht das voll cool aus. Geil. Also, was fehlt jetzt noch? Hallo? Ich will die einfach nur benutzen. Ich will die benutzen. Hallo? Gut, aber den Fisch werde ich, glaube ich, sogar wirklich, uns fehlt nur noch... Ach, das ist eine Baumstammset. Hä? Die haben doch eigentlich alle... Ach so, wir müssen das ja noch herstellen. Ach so, sorry. Ich mach das so schnell, damit es ein bisschen schneller geht. Also. Wieso denn? Also, es gibt hier keinen anderen Grund eigentlich. Wieso? Also, herstellen. Also. Da haben wir die. Ja, die. Also, ich dachte mir, dass wir die vielleicht hier so hin platzieren. Nein, dass man nach da kommt. Hier so. Hier können wir das dann machen. Erstmal die Luft hauen, genau. Mal sehen. Okay. Die ist okay. Gut, dann wird die jetzt gebaut. Auf zu deinen Helfern! Oh, super. Und
oder gar nicht. Aber wir haben. Ui. Ballonschütze. Also, dann packen wir das auch erstmal aus. Oh, das sieht schön aus. Aber den Kaffee haben wir wieder zurückgenommen. Genau. Also, ich platziere die Sachen jetzt einfach irgendwo im Haus und dann werde ich sie mit diesem Programm naja, richtig hin tun. Das finde ich halt cool. Platzieren. Ich dachte mir sogar, das waren. Was war das dahinter? Davon, was hier steht, kann man an die Wand hängen. Gut. Gut, dann haben wir das. Das finde ich sieht schon mal schön aus. Wobei. Nein. So in der Luft schwingt. Aber es sieht da doch eigentlich ganz schön aus. Aber dann würde ich das hier oben, oder? Okay, dann würde ich das hier so hinhängen, damit ich das wegnehmen kann. Da würde ich es hier hin platzieren. Wobei, da gefällt es mir sogar schon. Gut, und dann werden wir nur noch. Also, so gefällt es mir schon viel besser. Dann haben wir das alles schon gemacht. Dann gehen wir mal zurück. Ja. Tina wollte ja auch noch einen neuen Laden aufmachen. Wir haben jetzt heute eigentlich ziemlich viel geschafft. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei. Aber, weil. Patschutzu. Hallo, hallo. Alles bereit. Vorzüglich, vortrefflich. Ich danke dir, ja, ja. Ach so, jetzt haben wir die Häuser platzieren und die anderen Sachen. Warte
Und die brauchen... Oh mein... Oh mein Gott, was sind das für geile neue Sachen? Birnenbrett! Topf! Gott, wie schön! Nee, das benutze ich erstmal für mich. Oder? Ich glaube, den... Also die Leiter werde ich erstmal herstellen. Dann können wir auch nach oben klettern. Aber die Sets, die platziere ich mal. Also, ich habe schon eigentlich gute Ideen, wo ich das hinplatzieren kann. Also, ich würde eins, würde ich, naja, hier so platzieren. Dann gehen wir mal hier so hin. Dann gehen wir mal zurück. So. Mal sehen. Okay. Das wäre schön. Dann haben wir das jetzt. Mein Nook von unten klingelt. Hallo? Tschüss. Also dann werde ich hier kurz mal reingucken. Items für drinnen. Bauklotz. Ach so, da sehe ich, welche die brauchen, beenden. Ach so, okay. Gut, dann würde ich hier, glaube ich, so. Warte, nach hinten. Nee, das ist viel zu groß. Das wollte ich gar nicht. Sondern hier so mal gucken. Nee, dann verdeckt sie die anderen Häuser. Das haben wir ja schon mal erlebt. Bei Sand sind sogar Sachen im Briefkasten. Vielleicht hier. Dann würde... Wobei... Hier wäre es gut, oder? Ja, okay, dann machen wir das hier. Hier ist gut. Ich glaube, Thorsten bekommt hier unten einen Nachbarn. Oder? Oder? Hier in dem Teil, da haben wir noch nichts gemacht. Da würde ich dann... Haus Nummer 3 hin machen. Mal sehen. Dann würden wir auch nicht abholzen. Ja, das wäre gut. Dann werde ich mein... Oh, Sternis. Meine Schaufel. Und ausgraben.
das will ich erstmal noch nicht machen, sondern ich werde jetzt mal gucken. Warte mal. Ich wollte doch eigentlich mein Inventar leeren. Auf dem Weg können wir ja mal dann die Sachen hier nehmen. Hier, ach, da unten gibt es auch was, das habe ich doch gesehen. Genau. So. Ach, da gibt es auch was, sorry, Leute. Gut. Ich werde auch gleich nochmal bei Nook Shopping, also bei dem Automaten reingucken. Ich werde auf jeden Fall erstmal. Birnen auch ins Lager? Auch ins Lager? Doch, so ist das ganz gut eigentlich. So, ja. So. Gucken wir gleich hier, holen wir das Holz noch kurz mal ab. So. Das ist da drin. Oh mein Gott, geil, das ist so geil. Ja, wo ist eins? Das hier müsste. Nee, das müsste die Brücke sein. Hier müsste dann drei sein. Genau, und eins war bei Philippa. Und Thorsten. So. Ja, hier. Genau, kurz mal weg. Also, was brauchst du? Den Schild drinnen. Birnenschrank, Birnenbrett und Topf. Beenden also. Wir brauchen einen. Wo ist ein Birnenschrank? Einrichtung. Achso, wir brauchen den und was brauchen wir noch? Und einen Topf. Wenden. Also, wir brauchen Birnen, Weichholz, Birnenholz und einen Topf. Wo ist ein Topf? Das. Gut, den können wir auch sofort herstellen. Also, wir brauchen Birnen, Holz und Weichholz. Das eine können wir herstellen eigentlich fast. Und dazu fehlen uns nur noch die Birnen. Die werden wir jetzt auch holen. Ja. Wir haben ziemlich viele Birnen in die Tasche stecken und in die Tasche stecken. Gut, dann gehen wir kurz wieder raus. So, wir haben eigentlich alles Holz, oder? Ja. Dann fehlt uns nur noch das normale Holz. Also. Oh, ich weiß nicht, ob ich gegangen ist. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Also, wir brauchen den Topf. Weitermachen. Dann brauchen wir den. Dafür fehlt uns das normale Holz. Dafür haben wir alles. 5 normales Holz, oder?
Ja, weitermachen. Kurz mal. Fünf normales Holz, genau. Ich wollte für mich auch vielleicht noch mal. Den gleich herstellen. Und vielleicht das. Aber dafür. Oh, wir haben uns. Gut. Also, wir haben fast alles. Jetzt fehlt uns nur noch fünf normales Holz. Gut, da gucken wir gleich mal. So. Gibt's? Bei dem waren wir noch nicht. Uns ist trotzdem jedes Holz willkommen, denn wir brauchen ja auch für unsere Inneneinrichtung. Brauchen wir noch was? Ich glaube, bei unserer Inneneinrichtung würde ich sogar nicht alles nehmen. Weichholz und nur Weichholz. Das ist gerade nicht so wichtig. Also wir brauchen normales Holz. Ja, gut, dann haben wir meine schon zwei, oder? Wartet. Wo ist das normal? Ah, drei haben wir schon. Super. Weich. Und, ja. So, und jetzt fehlt nur noch ein Holz. Oder? Ja. Gut, dann haben wir bei 1 sind wir eigentlich dann schon fertig. Ja. Ich muss das dann noch kurz mal herstellen. Und die restlichen Sachen werde ich dann für mein Haus verwenden. Die wir dann nicht mehr brauchen. Etwas herstellen. So, runter. Das. Herstellen. Somit, damit wir jetzt sind wir fertig. Gut, fürs Erste. Wir wollen das ja heute alles noch schnell hinkriegen. Hier unten. Ja. Genau. Ich will da nicht durchschlagen. Abgeben. Items für draußen. Steinhocker, Steintisch, simpel Waschleine. Gut, was können wir davon herstellen? Kein Foto? Ich wollte, was können wir davon herstellen? Wir brauchen einfach nur 13 Steine und 13 Steine und 10 Äste. Dann gucken wir gleich mal in unserem Haus nach. Also 13 Steine und 10 Äste, oder? Ja, das kommt hin. So, also haben wir noch. Wir haben 30. Wir können sofort alles herstellen. Übertrieben. Aber wir haben uns also auch ziemlich krass auf die Steine aufgehakt, damit wir dieses 30 Eisen erst bekommen. Das ist krank. 30. Stell euch mal vor, man muss 100 Golderz abliefern. Golderz ist es so selten. Etwas herstellen. Also, wir brauchten das. Das haben wir. Weitermachen. Dafür brauchen wir 8, genau. Fertig. Weitermachen. Und Schreibhocker, ja. Dann sind wir eigentlich fertig. Genug fürs Testen. Dann gehen wir zu 2. Das müsste neben dem Laden sein. Die 1 müsste heute noch einziehen. Also morgen, also draußen. Wieso kann ich das nicht abgeben? Sachen noch. Simpelwäschleine, Steintisch, Steinhocker.
Als sind wir draußen. Steinhocker, Steintisch, Simpelbett. Bitte platziere die folgenden Items. Achso, wir sollen die einfach. Sorry. Ich bin so dumm irgendwie gerade gewesen. Also, Steinhocker. Da würde ich hier den Steintisch machen. Und hier neben würde ich dann die Leine. Genau. Ablauf. Gut, beenden. Gut, dann gehen wir gleich zur 2 nach oben. Das ist hier. Also, wir gucken erstmal. Eins im Schild drin. Bauklotzanlage, Bauklotztisch, Tulpen. Beenden. Also, wir gehen zu unserer Werkbank. Wieso sage ich jetzt Werkbank? Behilfsbank, oder? Das herstellen. Also, er brauchte Bauklotztisch. Ah, dafür. Ach so, dafür. Wir brauchen einfach 2 Bauklotz-Sets. Die haben wir doch, oder? Und wir brauchen das. Ah, dafür habe ich nämlich hier. Dafür können wir sogar 2 machen. Das Eisen haben wir. Genau, 2. Ist sogar ganz gut. Genug fürs Erste und dann gucke ich gleich nach, was wir hier brauchen. Also wir brauchen das. Dafür brauchen wir 8 Weichholz. Aber wir haben noch ganz viel Weichholz, oder? Nee, oder? Ach, shit. Aber wir wollen ja viele Bewohner haben, deswegen ich mach den für draußen jetzt noch fertig. Und den anderen werden wir wohl im nächsten Part machen müssen. Also für drin und den anderen für drin und draußen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked schon mal das Video, abonniert meinen Kanal. Und ihr könnt diese beiden Sachen nicht nur auf YouTube tun, sondern auf unserer Website pjas.de. Da findet ihr alle Informationen zu unserem YouTube-Kanal und alles weitere. Nee, wir machen das nicht auf Instagram, weil das ist so. Das ist so, naja. Wie soll ich sagen, so umständlich. Wir mal eben kurz machen. So, ach, das Holz werden wir für irgendwas auch noch benutzen. Weichholz, normales Holz und Holz. Jetzt bekommen wir das ganze Holz. Eben haben wir das ganze Weichholz bekommen. Das ist so dämlich irgendwie. Also ich fühle mich gerade irgendwie voll verarscht. Weichholz, Weichholz. Hat Holz, Mist. Aber, ich meine, uns haben nur 3 gefehlt, oder? Nee, uns fehlt nur noch 1. Und? Ja, wir haben alles zusammen. Aber Holz scheint das häufigste zu sein. Wobei ich eigentlich dachte, dass Holz das häufigste ist. Ja. Hallo, ich will das jetzt noch machen. So. Etwas herstellen. Hier. Den wollte ich mir, glaube ich, sogar auch noch machen. Aber das eine war ja dieser Panther oder diese Panzerin. Black Eyed Peas. So.
sehen wir auch gleich auf. Zum Glück bin ich so ein guter Schütze. Nein, kein Eigenlob, stimmt. Vielleicht Sofatisch. Oh, geil. Was für unser Haus. Also, nee, das war oben. Oh, viel zu laufig nach unten. So. Für drinnen. Abgeben. Was fehlt denn noch? Warte mal, Tulpenkranz. Ach so, das machen wir ganz schnell, indem wir einfach kurz den Stab benutzen. Hier kurz rüberspringen und die ganzen Blumen von da holen, denn die habe ich da einfach hin platziert, weil ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Das den Leben nehmen wir auch gleich mal mit. So. Dann basteln wir das. Und dann, naja, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Part eigentlich wieder. Wo ist diese? Auch von den gelben fehlt uns eine. Dann geben wir das Meilenticket eben gleich im nächsten Part auf. Oh, oder? Warte mal. Nee. Nicht mit mir. Ich hol mir einfach hier eine davon. Und dann platziere ich die eine wieder dahin. Eine rausnehmen. Und dann gehen wir mal hier hin. Platzieren. Die könnt ihr übrigens auch tragen. So. Dann machen wir das noch schnell. Und. So. Der hängt dann wahrscheinlich an der Wand. Ich kenne sowas nicht. So. Dann wären wir mit dem Part fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert halt meinen Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Pajutsu. Ciao.